ترفع راية السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Wir lobpreisen Allah, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, derjenige, der uns zu dem Guten führt und uns aus der Finsternis herausholt. Und wir danken ihm, dass er subhanahu wa ta'ala uns diese großartige Gnade gegeben hat, heute uns in eines seiner Häuser zu versammeln, um seinen ehrwürdigen, majestätischen Namen zu lobpreisen und den seines Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns unsere Sünden und unsere Verfehlungen verzeiht, damit wir am Tage der Auferstehung mit einer gereinigten Weste vor dem Allerbarmer, dem Herrn aller Welten stehen, und er sich barmherzig mit uns zeigt, auf dass wir ein glückseliges Leben im ewigen Paradies verbringen können. Brüder, wie wir hier in dieser Dunya gewesen sind, und Schwestern, dass wir dieses bi'idhnillah ta'ala auch am Tage der Auferstehung sein dürfen. Amin. Liebe Geschwister, ein äußerst wichtiges Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Und ich bitte euch, dass ihr mir eure Ohren leiht und eure Herzen, damit wir bi'idhnillah ta'ala einen großen Nutzen aus diesem heutigen Dars ziehen können. Und es ist in der Tat sehr, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen. Der eine oder andere mag vielleicht denken, warum sprechen wir dieses Thema an und nicht andere Themen, die jetzt wichtiger sind. Aber bi'idhnillah ta'ala, wenn man sein Herz öffnet, dann wird man sehr gut verstehen, warum wir gerade über diese Themen sprechen. Und das Thema lautet: Wie investiere ich als Muslim meine Zeit? Wie gehe ich als Muslim mit meiner Zeit um? Liebe Geschwister, es ist sehr schwer, gläubig zu sein in einer Zeit, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie folgt beschrieben hat. Die Fitna kommt, die Versuchung kommt aus allen Seiten. Und wir spüren, dass es nicht leicht ist, in so einer Zeit gläubig zu sein. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي. Der Gläubige sagt: Diese Fitna ist meine Versuchung. Diese Fitna ist meine Zerstörung. ثُمَّ تَنْكَشِفْ. Dann wird sie aber vorbeigehen, diese Fitna. وَتَجِي الْفِتْنَا. Und es kommt wieder eine Fitna. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ
هذه auch diese Fitna wird vorbeigehen, diese Versuchung wird vorbeigehen, dann wird der Gläubige wieder sagen, das ist die neue Fitna, das ist sie. Ey Allah, und wir haben eine Zeit, wo eine Fitna die andere ablöst. Und wenn die vorherige Fitna weg ist, dann kommt wieder eine neue, die viel, viel schwerer ist als die vorige Fitna. Geld, Frauen, Unterhaltung, Shows, all dieses, was uns vom Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ablenkt, das sind die Sorgen der Gläubigen in dieser Zeit, liebe Geschwister. Imam Ahmad rahimullah ta'ala, er sagte, wundert euch nicht über denjenigen, der an einer Fitna, an einer Versuchung zugrunde geht, wie er zugrunde gegangen ist, sondern wundert euch über den, der gerettet wurde, wie er überhaupt gerettet wurde. Möge Allah uns standfest machen und uns nicht in diesen Zeiten der Fitna hereinfallen lassen. Lieber Bruder und liebe Schwester, gehörst du zu denjenigen, die ihre Zeit sinnlos verschwenden? Die Fitnen sind viele, die Versuchungen sind viele. Gehörst du zu ihnen? Und wenn ja, warum? Warum gehörst du zu ihnen? Wisse, dass das Wertvollste, was du besitzt, deine Zeit ist. Es ist nicht dein Geld. Und es sind nicht deine Häuser. Und es sind nicht deine Autos. Es ist die Zeit, die du besitzt. Ich frage dich und sei ehrlich zu dir. Wie viel wärst du bereit, von deinem Vermögen abzugeben, wenn du erfahren könntest, dass bevor der Todesengel deine Seele abberuft, dass du eine Stunde vorher darüber informiert bist? Wärst du bereit, für diese Information sehr viel Geld zu geben? Morgen werden wir von Allah subhanahu wa ta'ala befragt werden. Was haben wir mit unserer Zeit gemacht? Und was wirst du antworten? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna. Der Diener wird sich am Tage der Auferstehung nicht von der Stelle bewegen können, bis er über fünf Dinge befragt wurde. Und eines der Dinge, über die er befragt wird, ist sein Leben, wie er es verbrachte. Gehörst du zu denen, die viel Zeit damit verbringen, Fernsehen zu gucken? Oder zu denjenigen, die von morgens bis abends durch die Gegend herumlaufen und gucken, was heute passiert? Wenn wir sehen, wie die Jugendlichen heute ihre Zeit verbringen, dann fängt das Herz an zu schmerzen, liebe Geschwister. Manche Frauen verbringen am Tag mehr Zeit vor dem Spiegel als in ihren Gebeten. Ey Wallah. Sie verbringen mehr Zeit vor dem Spiegel, um sich auszuschmücken und ihre Schönheit zu betrachten, länger als sie im Gebet stehen. Oder Frauen, die ganze Zeit um ihre Schönheit bangen. Also kümmern sie sich um ihr Aussehen und sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit ihren Gesichtsmasken. Dann kaufen sie die Zutaten für diese Masken ein. Französische Gurken, Dressing und alles, was wir kennen, liebe Geschwister. Und wenn der Mann neben sie aufwacht, dann denkt er, er hat neben Salat geschlafen. Die Frauen haben Beschäftigung, die aber sie nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen, sondern, wallahi, sie verplempern ihre Zeit, ohne es zu merken. Oder sie verbringen ihr halbes Leben damit, mit Essen zu experimentieren. Manche reden stundenlang am Telefon miteinander. Über was haben sie geredet? Über etwas, was sie zu Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt? Nein, es ging darum, wie man dieses und jenes kocht und um Lästern und um TV-Serien. Wenn man sie fragt, was hast du heute vom Koran oder der Sunna gelernt, dann sagt sie, du weißt doch,
wie mein Tag aussieht. Ich muss kochen und putzen. Nimm dieses Kochen und Putzen 14 Stunden in Kauf? Nein. Und die Männer sind auch vor dem Fernseher. Und viele spielen diese lächerlichen Spiele am Computer, liebe Geschwister. Wallahi, wir werden gefragt werden nach unserer Zeit. Und passe auf, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nur für die Ibadah erschaffen. Und sei nicht hochmütig, indem du sagst, das ist meine Zeit, ich darf sie investieren, wie ich will, sondern Allah hat dir gesagt, wie du dich ihm nähern kannst. Und so musst du deine Zeit für ihn subhanahu wa ta'ala verbringen, auf dass er dir am Tage der Auferstehung den Erfolg gibt. Möge Allah uns unter den Erfolgreichen schreiben. Deine Zeit muss als Muslim sinnvoll investiert werden. Die Salaf-Gelehrten haben gesagt, wenn du siehst, dass du deine Zeit verschwendest, dann wisse, dass der Zorn Allahs über dich ist. Wenn du siehst, du spielst den ganzen Tag herum, du machst nichts Produktives, nichts Gutes, und wir meinen nicht damit, dass man 24 Stunden beten muss oder 24 Stunden Dua machen muss. Nein, wir sagen aber, mach Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig sind. Und selbst wenn du mit deinen Kindern spielst, dann hast du was Gutes gemacht, aber nicht 24 Stunden. Wenn die Frau sich für ihren Mann hübsch macht, dann hat sie hier etwas Gutes getan. Ibn Abbas radiallahu anh sagte, ich liebe es, mich für meine Frau hübsch zu machen, so wie ich es auch liebe, dass sie sich für mich hübsch macht. Das ist alles Gehorsamkeit zu Allah. Die Frage ist aber, liebe Geschwister, wie viel Zeit investieren wir in Dinge, und unsere Absicht ist dabei nicht, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Es kann sein, dass eine Person eine halbe Stunde am Esstisch sitzt und er isst, und es ist nicht verboten zu essen, aber war seine Absicht für Allah, dass er sich stärkt und danach mit voller Kraft in diesen Tag hinausgeht und gute Taten machen kann, liebe Geschwister. Sie sagten auch, die Salaf-Gelehrten, wenn du die Zeit nicht mit der Wahrheit füllst, dann wird sie dich die Zeit mit der Falschheit beschäftigen. Und sehen wir das nicht? Wenn du mit der Zeit nichts Gutes anfängst, dann was wirst du machen den ganzen Tag? Und wir sehen, was die Jugendlichen machen. Manche rennen von morgens bis abends im Gesundbrunnencenter herum. Durch diesen Eingang, dann auch, dass sie ein bisschen Abwechslung haben, durch einen anderen Eingang, dann wieder etwas anderes Abwechslung, dann gehen sie hinter dem Gebäude, dass sie wieder durch einen neuen Eingang gehen. Das sind ihre Hauptbeschäftigungen, liebe Geschwister. Aber die Frage ist doch, was wirst du Allah, dem Allmächtigen, antworten? Nein, warte, bevor du darüber nachdenkst, Allah ist es, der vor dir ist. Wirst du ihm respektlos sagen, ich wollte mit meiner Zeit das tun, was ich für richtig gehalten habe? Denkst du, das wird Allah subhanahu wa ta'ala gefallen? Schaut, wie gewichtig die Zeit in unserer Religion ist, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala schwört an verschiedenen Stellen im Koran auf die Zeit. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى وَالْفَجْر وَالْعَصْر وَالْلَيْل. All dieses sind Schwüre von Allah subhanahu wa ta'ala, um uns darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Zeit ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Wehe also den Betenden, die in ihren Gebeten nachlässig sind, die ihre Gebete aufschieben bis zum letzten Moment. Was war der Grund, damit du Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigst? Allah hat einen Termin mit dir. Und das ist der Zeitpunkt des Gebetes. Wie also kannst du dieses Gebet so weit hinausschieben, Allah zur Seite stellen, nur damit du etwas tust, was sinnlos ist?
Was hat dich dazu gebracht, dieses Gebet zu verspäten? Allah sagt dir im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Im Gebet dienst du Allah. Was also ist der Grund dafür, dass du dein Gebet aufgeschoben hast? Atari? Videospiele? Kochen? Wallahi, wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, das ist das Gebet des Munafiq. Das Gebet des Heuchlers. Allahu musta'an. Das Gebet des Heuchlers, liebe Geschwister. Wenn ich dich frage, weswegen hat Allah dich erschaffen, dann wirst du mir sagen, damit ich ihm diene. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert, gewaltig bei Allah ist, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Achte auf die Zeit, lieber Bruder und liebe Schwester. Geh sorgsam damit um. Ich habe eine Frage an dich, eine direkte Frage. Was würdest du über eine Person sagen, der sein gesamtes Vermögen nimmt und in das Meer wirft? Ein Millionär. Er nimmt seine Million und er geht damit an den Strand und wirft die gesamte Million ins Meer. Was würdest du über so eine Person sagen? Oder über einen Autohändler, der seine ganzen Autos nimmt und sie in das Meer hineinwirft? Du wirst sagen, die sind verrückt. Diese Leute sind in deinen Augen verrückt. Und was sagst du über jemanden, der wertvolleres als sein Geld und seine Autos in das Meer wirft, der sein Leben sinnlos verschwendet? Sein Leben. Ist dieser nicht verrückt? Ist dieser Mann nicht verrückt? Manche sagen, dass die Zeit der Jugend, die Zeit des Genusses und des Spaßes ist und sie feiern ihren Geburtstag. Und die Ärmsten wissen nicht, dass sie wieder ein Jahr dem Tod näher gekommen sind und dem Grab einen Schritt näher sind. Und Wallahi, liebe Geschwister, keine Zeit geht schneller vorbei als die Zeit der Jugend. Keine Zeit geht schneller vorbei als die Zeit der Jugend. Und die Älteren unter uns, wie Yusuf oder Serkan oder Abu Ibrahim, die können das bestätigen. Von 18 auf 30 geht schnell. Richtig? Und auf 40 geht auch schnell. Wir haben Personen, die hier etwas älter sind und sie bestätigen das. Imam Ahmad rahimullah ta'ala sagte, ich habe meine Zeit der Jugend so empfunden, als ob ich etwas in meinen Mund reingetan habe und es ist im Magen gelandet. So schnell ging die Zeit vorüber. Und du hast keine Möglichkeit mehr, diese Zeit wieder zurückzuholen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِمَا تَرَكْتْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah berichtet über eine Person. Diese Person ist eine Person des Höllenfeuers, liebe Geschwister. Allah sagt, bis zu ihm der Tod kommt. Der Tod, er naht heran. Bei dieser Person, dann sagt diese Person, O Allah, O mein Rabb, mein Herr, lass mich zurückkehren auf die Erde, damit ich wieder gute Taten mache von dem, was ich unterlassen habe. Er war beschäftigt mit etwas anderem als mit der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Lasse mich wieder zurück, gute Taten machen von denen, die ich unterlassen habe. Er hat keine Zeit gehabt für gute Taten. Die ganze Zeit
ist er auf den Straßen herumgelaufen, hat telefoniert, hat SMS geschrieben. Wisst ihr, es gibt Leute, die schreiben im Monat über 1000 SMS. Wisst ihr das? Es gibt Leute, die telefonieren am Tag mehr als 6 Stunden. Er will zurück, damit er gute Taten macht. Wird Allah es ihm ermöglichen? Nein. Allah sagt, das ist nur ein Wort, was er ausspricht. Der ist ein Lügner. Wenn Allah ihn zurückschicken würde, was würde er tun? Nochmal dasselbe. Er würde sein Versprechen nicht halten. Und bei Allah, ich frage euch, liebe Geschwister, wenn wir jetzt alle zum Friedhof gehen würden und wir könnten mit den Toten sprechen, was denkt ihr, würden sie einem auf die Frage antworten, was möchtet ihr jetzt? Möchten sie nicht wieder zurück? Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, er war einmal bei einer Beerdigung und da waren einige Jugendliche. Und er sah zwei von ihnen und er ging auf sie zu und er sagte ihnen, was würdet ihr jetzt eurem Freund raten, der gestorben ist, wenn er wieder zurückkehrt? Sie sagten ihm, wir würden ihn raten, dass er das Gute macht. Er sagte zu ihnen, er ist tot, aber ihr könnt noch was ändern. Einer der Salaf-Gelehrten, es war ein Tabi'i, Rabi'a, rahimuhullah ta'ala, er hat sich ein eigenes Grab im Haus geschaufelt. Und subhanallah, was hat dieser großartige Tabi'i gemacht? Er hat sich in sein Grab hineingelegt. Und dann hat er diese Ayat rezitiert. Und wenn dann zu ihm der Tod kommt, dann sagt er, oh mein Herr, lasse mich zurück auf diese Erde, damit ich Gutes tun kann von dem, was ich unterlassen habe. Und dann, als er das rezitiert hat, Rabi'a, dann ist er herausgegangen aus dem Grab und er hat gesagt, Rabi'a, du lebst noch, also mache was Gutes. Du lebst noch. Tue etwas Gutes, nutze die Chance. Wallahi, lieber Bruder und liebe Schwester, du kannst jetzt ein Wort sprechen und Allah wird dir Tausende von Hasanat dafür geben. Tausende. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim. Ist das viel? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der diese Wörter spricht, Allah wird ihm seine gesamten Verfehlungen verzeihen. Hast du dich überanstrengt? Wenn du sagst, Bismillahirrahmanirrahim, dann sind das 190 Hasanat. Wallahi, die du gut gebrauchen kannst. Und du hast nicht mehr als 5 Sekunden investiert. Wie waren die Salaf-Gelehrten mit ihrer Zeit? Abu Huraira radiallahu anhu. Und was lässt uns wissen, wer Abu Huraira radiallahu anhu war da gewesen ist? Abu Huraira hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur 4 Jahre begleitet. 4 Jahre. Vom Anbeginn seines Islam bis zu seinem Tod waren es 4 Jahre. Wie viele Hadithe hat Abu Huraira überliefert? Ich denke, ihr habt Hadith-Bücher zu Hause. Und studiert sie natürlich jeden Tag. Und ihr kennt bestimmt schon über 300 oder 400 Hadithe auswendig. Wie viele Hadithe sind von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert? Lest ihr nicht immer von Abu Huraira? Von Abu Huraira. Wer sagt mir, wie viele Hadithe hat Abu Huraira radiallahu anhu arda überliefert? Wie viele? Weiß das jemand? 5600 und ein paar zerquetscht. 4 Jahre hat er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleitet. Und er hat so viel geschafft in dieser Zeit. Und nicht nur das, er ist einer der besten Sahaba radiallahu anhum war da gewesen. Einer der besten.
Auch Sa'd ibn Mu'adh radiallahu an, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Sa'd ibn Mu'adh, er sagte, wenn einer das Drücken im Grab, das Quetschen im Grab nicht bekommen würde, wäre es Sa'd ibn Mu'adh. Aufgrund seiner Vorzüglichkeit. Und die Vorzüglichkeit hat man durch die Taten. Nicht durch das Aussprechen, ich bin gläubig, ich bin der Beste und schaut her, ich bin Abu Mu'min. Nein, diese Leute haben Taten vollzogen, liebe Geschwister. Taten, Wallahi Taten. Innerhalb kürzester Zeit, Sa'd ibn Mu'adh hat diese Stellung erlangt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte uns, beim Tode von Sa'd ibn Mu'adh hat der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala gewackelt. Das ist Sa'd ibn Mu'adh. Aber wie hat er seine Zeit investiert? Indem er den ganzen Tag nur rumgesessen hat und Dummes angestellt hat. Einer der Salaf-Gelehrten, liebe Geschwister, er hat gesagt, Wallahi, während ich am Esstisch sitze und mein Essen zu mir nehme, habe ich Angst, dass der Todesengel zu mir kommt. Und ich meine Zeit mit Essen verbringe, anstatt mit dem Blick. Mit dem Gedenken zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Abu Barakat, rahimullah ta'ala, er sagte zu seinem Sohn, höre, wenn ich auf Toilette gehe, dann bist du draußen und rezitierst mir den Koran. Nicht, dass das einer falsch versteht. Du selber darfst ihm auf Toilette nicht den Koran rezitieren, aber du darfst ihn hören. Ohne Problem. Er wollte nicht in diesem Badezimmer so viel Zeit verschwenden. Und Al-Kufi, er hat gesagt, und er war der Sheikh von Imam al-Bukhari und Imam Muslim, er sagte, ich habe 30 Jahre mit meiner Schwester gelebt und ich hatte keine Zeit, mich um Unnötiges zu kümmern. So schrieb ich die Hadithe, während sie mich mit ihrer Hand gefüttert hat. Er hatte keine Zeit, den Stift abzulegen. Er schrieb und sie hat ihm zu essen gegeben, weil er hatte wirklich keine Zeit, den Stift abzulegen. Wenn wir uns das Beispiel von diesen Leuten anhören, liebe Geschwister, dann sollten wir darüber denken und gründlich nachdenken, wie wir unsere Zeit investieren. Und vielleicht noch ein Wort, und es ist eine große Fitna und ich bitte, dass man mir hier genau zuhört und ich werde einen ganzen Dars nochmal darüber machen. Eines der Teufelswerke der Teufelszeit, die neue Götze dieses Jahrhunderts, ist das Fernsehen. Früher waren es Götzen, die direkt angebetet wurden. Heute ist die neue Götze der Fernsehen, liebe Geschwister. Hat der Fernseher es geschafft? Hat das Fernsehen es geschafft, die Gedanken der Menschen zu manipulieren? Wer sagt nein? Wallahi, er hat es geschafft. Allah sagt im Koran, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Und wir haben für jeden Propheten einen Feind bestimmt. Von Dschinn und von Menschen. Die Schayatin haben so gute Arbeit gemacht, dass jetzt Menschen in die Stapfen der Schayatin getreten sind und ihre Arbeit weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Zeit auf beste Art und Weise vollbringen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute in dieser Zeit machen lassen. Uns Segen in dieser Zeit geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht eher sterben lassen, bis dass er zufrieden ist mit uns. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. أستغفرك وأتوب إليك.